Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück hier zu unserem Venedig. So, ich glaube, wir wollten das letzte Mal noch warten, bis der Franzose da seinen komischen Krieg da in Südamerika abgeschlossen hat. Weil ich wollte noch so ein paar Leute in die Handelsliga einladen. Plus mal das Testen hier mit diesem Handelsprotektorat. Was genau das ist, das weiß ich nämlich nicht. Habe ich noch nicht gemacht, kenne ich so nicht. Wo ich jetzt schon fast 6000 Stunden habe. In dem Spiel. Aber das ist mir neu. Sache, man lernt immer noch was Neues dazu her. Schon sehr faszinierend. Ah, sehr geil. Wenn man Teufel spricht. So, jetzt brauche ich natürlich entsprechend jemanden. Hier nehmen wir den von Straubing. So, laden wir erstmal die Leute wieder in die Handelsliga. Einmal. Dann. Was können wir hier drüber machen? Ist ein bisschen einfacher. Hä? Okay. Das wollt ihr auf einmal nicht mehr. Steht, ich kann eine einladen, aber nee, hä? Okay. Die wollte ich noch, ne? Oh. Verdammtes Genua. So eine Sauerei. Glaubst du es denn? Haben die mir da das Ding jetzt geklaut? Glaubst du es denn? Nee. Ach, kann man Land beschlagen, sehr gut. Hatte ich hier schon eine Kaserne gebaut? Ach, da baue ich das mal dringend hier, ne? Kann ich gar keine Kaserne bauen. So, so auch. Okay, du mal hier Profieren beenden. Also da gehen wir zuerst mal nach Code und fragen die mal. So, was macht der Handelsprotektorat? 50% der Handelsmacht. Halten militärischen Schutz erhalten aus den 20. Minus 20 Kosten Technologie, minus 25 Institutionsverbreitung, plus 25 Institutionsverbreitung, plus 20 Produktionseffizienz. Internet 5 Handelseinfluss, global, plus 2 Produktionsgüter pro Handelsprotektorat. Dieser kann also in seine eigenen Krieger rufen, erhält dafür allerdings einen Meinungsmalus. Technologiekosten gelten nur, solange Code weniger als 200 Besamtung drin hat. Steht hier dahinter? Toll. Wollen wir das hier drüber auch machen? Nee, vielleicht unter Einflussnahme? Ah, 11 Stück. Boah, kann ja richtig viel. Als Protektorat machen. Was? Und ich kann die hier als. Weil der ist doch schon mein Handelsdingens. Okay, ich kann die. Ich mache erstmal Code, so wie es wurde. So, okay. Geht das hier irgendwie auf meine Dinge zu? Was hatte, was wurde da ernannt? Meine Reichsstadt. Gut. So, Code, Hallöchen. Bei denen sogar die Religion durchsetzen. Ah, hier kann ich in den Krieg rufen. Ganz früher, am Anfang, gab es auch so Protektorate, die man ausrufen konnte. Es war auch so ähnlich. Wurde nicht mit Handel. Weiß das noch jemand?
Ganz früher gab es sowas ähnliches auch mal. Mit denen konntest du da aber leider nichts anfangen. Weil du kannst sie auch nicht vassalisieren, oder? Bündnis? Nee, geht nicht. Vassalisieren kannst du auch nicht. Und annektieren geht auch nicht. Okay. Hm. Also ganz früher gab es auch so Protektorate. Ich glaube, das ist sowas ähnliches. Was haben wir denn hier noch für Schiffe? Ach, hier unsere ganzen Handelsschiffe, die wollte ich auch noch machen. So, Tripolitanien kann ich dich jetzt? Immer noch nicht. Pisa könnte ich wieder einladen. Wir haben keine Verbündeten. Willkommen zurück in der Handelsliga. Haben wir noch jemand einladen können? Nein. Polen, Tripolitanien. Ja, ich bin jetzt wieder zu groß mit der Handelsliga, deswegen geht das nicht. Wisst ihr was? Ich tue den noch als Protektorat-Status rein. Jetzt hat der Ding die verloren. Sehr gut. Kann ich ganz viele Handelsprotektorate machen. Mal gucken, ob uns das was bringt. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich jede Menge. Wie heißt Handelsmacht? Ja, mal ein bisschen. Könnten die hier einladen? Warum nicht? So. Hat alle meine Handelsimperium. Sind die Ansprüche schauen? Okay. Können wir die noch einladen? Intrapur. Noch jemand? Meine ganzen Händler unterwegs. Ach, hier meine Dingens. Gucken, ob sie es ein bisschen rüber schaffen, weil da habe ich ja Kolonien. Bin mal gespannt. So, Tripolitanien, du willst nicht mehr, ne? Okay, dann vergiss das hier mal. Benin. Ja. Ich krieg mal eher nicht rein. Okay. Ein paar Dingsbums. Wieso habe ich da Beziehungsverbesserung gemacht? Will ich vassalisieren. Möchte ich das? Hm. Weiß ich noch nicht. Könnte man aber machen, ne? Theoretisch. So. Ein paar haben wir noch. Hier drüben ist keiner mehr. Hier auch nicht. Könnten die Eingeborenen da einladen, aber das ist eigentlich nicht so sinnvoll, finde ich. Yeah, der Rest interessiert mich eigentlich nicht. Cool. Haben wir sowas hier vielleicht? Was sieht's denn aus? Hm, eher nicht, okay. Schade. Gut schon. Will auch nicht. Ich weiß nicht, warum ich hier Beziehungsverbesserung gemacht habe. Ein bisschen viel Vasallen, ne? Wenn ich jetzt wieder einen mehr reinnehme, wird auch nicht so dolle. Das muss ich mir noch überlegen. Ich lasse den mal da, vielleicht fällt es mir wieder ein, was ich da machen wollte. Keine Ahnung. So, du gehst mal her und könntest mal mit Kirchenstaat? Nee. Hm.
Angefallen, gefallen. Wo sind meine Gefallen? Hallo? Ja. Das auflösen. Cash and Start. So. Dann Kirchenstart greifen wir jetzt mal an. Krieg erklären. Ah. Kann ich dir reinrufen? Die Frage, was kostet mich das? Ich bin nicht dabei. Dann weiß ich es nicht. Rosika ist auch bei uns so, ne? Könnte man vassalisieren? Ah, ist mit dem Küchenstadt verbunden. Das ist doof. Oh, gute Beziehung. Oh. Du kommst nicht mit. Das ist doof. Schulden destabilisieren, wieso das denn? Hm. Ah, die haben halt sehr gute Beziehungen, ne? Xandro? Da müsste ich gegen Spanien noch kämpfen. Das sollte eigentlich kein Problem sein, ne? Krieg erklären. Ja, ich kann keinen mit reinrufen. Jetzt mal eine Beleidigung schicken. 50 sollten reichen. Mal wieder gesunken. Haben es nicht geschafft. Immer noch zu weit. Oh, Moment. Ich glaube, er hat es geschafft. Ein Schiff hat es überlebt. Wow. Sehr geil. Ja, das letzte Mal hatten wir auch das Parlament bekommen, ne? Schulden hat gegenüber Feinden destabilisieren. Das ist wirklich sehr schade, dass du nicht mitmachst. Das wird interessant. Das wird ein größerer Krieg. Wobei ich es auch erstmal lassen könnte. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, mich erstmal auf andere Sachen konzentrieren. Könnte man auch tun. Aber will ich eigentlich gar nicht. Und wir versuchen es mal. Was soll schon schief gehen? Ich hätte zwar gerne noch den Franzosen mit drin gehabt. Aber was soll's. Hier ist keiner mehr. Alle abgehauen. Ja. Toll. Sind sie alle raus. Ganz super. Ach, oh, guck mal, wer da ist. Direkt in die Truppen eingerannt. So was aber auch. Die Frage, was sie dann mit dem Papst machen, ne? Schiffe. Spanien ist es mit dem Krieg, ne? Genau. Gehen wir mal hier rüber mit der einen Flotte. Blockieren da mal den Weg, damit die da nicht rüberkommen. Oh, Moment. Okay. Wir können ja noch belagern. Du kannst belagern. Lass mal hier rüber. Beziehungsweise. Muss mal dahin. Oh, Denkmalverbesserung.
Würde ich wieder Geld ausgeben, ganz viel. Gucken wir doch mal. Was haben wir denn noch? Mailänder Dome. Abseinfluss, Resistenzinformation, okay. Pracht, ja. Das kriegt man anders. Was fehlt da noch? Ich glaube, die 50 Marine-Ebene, genau. Das hier müsste man. Wenn ich es abbreche, kriege ich nur 50% wieder. Das ist schade. Sehr schade. So. Pause. Könnten das ausbauen? Ach, wir haben hier schon überall Sachen im Bau, ne? Nee. Heute nicht. Ein andermal wieder. Gehst du dahin? Du gehst dahin? Ist leider nicht belagern, ne? Besser? Brauchen wir den raus? Brauchen wir nicht. Meine feindliche Publikation in Venedig. Sind die schon durch? Ja. Ach, ein Gebiet. Ne, dann nehme ich lieber die 50. So, geht dann schneller. Okay. Besser. So, schauen wir, dass wir hier die Dings rausgehen. Ja. Ich kann nicht rein, aber du rufst mich rein. Willst du mich verarschen? Ich nehme das Geld. Können wir uns lassen. Leisten. Ist okay. So, jetzt wollte ich hier mal schauen. Ah, okay. 100 Ruf kostet der Spaß. Ist ja auch geil. Na, ganz toll. Ach, Bengalen wollte ich eigentlich noch was abkaufen, ne? Fällt mir gerade so ein. Bei Ming können wir auch mal einen hinschicken. Ja. Ach, guck mal hier. Die trauen sich aber was. Oh, eine ist selbst erhalten. Sehr schön. Hab ich dir schon Subvention gegeben? Anscheinend nicht. Hab ich vergessen. Ja, sollte man mal ganz dringend tun. Nächsten, machen wir mal 10 Dukaten die nächsten 30 Jahre. Habe ich Mexiko schon? Vielleicht mal schauen. Gelegentlich. Setzen wir den ja erst einmal komplett, würde ich sagen. So, ich habe zu viel Admin-Punkte mal wieder. Ja, dann. Und das, wo ich hier reinstecken, ist okay. So. Okidoki. Das können wir mal rausnehmen. Die braucht es da nicht. Erstmal zumindest. Ja. Die wollen sich alle nicht mit dem Kirchenstaat anlegen, ne? Das wird das Problem sein. Schätze ich mal. So, Rom ist durch. Sehr schön. Dann gehst du mal hier hoch. Einmal hier komplett das päpstliche Flaggschiff versenkt. Was ist mit dir? Die da blöd rum. So, dann haben wir Korsika gleich raus.
Bengalen ist verbessert. Paradingsbums auch. Den haben wir auch fertig gemacht hier. Ja. So, neue Kemmerwinzen. Ah, sehr schön. Syrien belagert hier. Ein Träumchen. Wir kommen hier super rein, ha? Was? Der erste schon mal rübergehen. Hier drüben wird auch schön konvertiert, endlich mal. Ah, die letzte Karavelle hier. Die die Weltumsegelung macht. Eieiei, hoffentlich wird er jetzt nicht versenkt. Oh, geil, Gewürznelken. Sehr gut. Bin ich mal hier oben gespannt. Gewürznelken ist genau das, was wir wollen. Boah, Portugal macht sich hier breit. Die klauen meine schönen Gewürznelken. So, gleich mal abrufen und hier hingehen. Wenn wir noch auf die 400 kommen, dann passt das. Achso, hier drüben. Mal gucken. Nee, das passt eigentlich so. Alter, lass mich hier nicht durch, ne? Schade. Ach komm. Komm schon. Oh, hallo. Da war der Papst. Handelseffizienz, 50% billiger. Wir haben Beziehungen verbessert, ne? Den würde ich lieber hier erstmal behalten wollen. Na? Korsika geworden, sehr schön. Boah, da können wir den hier auch rüberrufen, ne? Avignon ist auch gefahren, sehr gut. Ah. Ja, noch seine Armee hier erwischen. Aber irgendwie sind die zu schnell. Scheiße. Ah, der hat ein Vierer Manöver, ja, okay. Oh, sehr gut. Uns gefallen, wunderbar. Lass direkt mal hier rüber laufen. Ja. Jetzt habe ich dich. So, Waffenstillstand mit Genua wäre auch vorbei. Sehr gut. Easy peasy ist das. Die haben ja gar keine Chance. Einflussbelagerung. Wir haben die erste Weltumsegelung. Nice. Ein bisschen Prestige ausgeben. Ah ne, es wird im Machtpunkt umgewandelt. Das ist okay. Nehme ich gern. Nice, nice, nice. So Benin. Wie schaut's denn aus? Ein Protektorat wäre schade. Vassalisier könnte gehen, ne? Das wäre durchaus möglich. Da unten müssen wir auch noch Krieg führen, fällt mir dazu ein. Könnten die Religion durchsetzen? Boah, man könnte auch sagen, man muss dann 100% umleiden.
Momentan tut er ja nur 50%. Sieht's leider gerade nicht. Ich würde zwar 30 Freies bestreben kriegen. Also okay. Gebt mal eure Handelsmacht. Noch jemand? Du hast das noch gar nicht drin. Marco? Medina? Gebt mal eure Handelsmacht. Ja, hatte ich doch ein Handelshaus, ne? Genau. Unten doch nicht. Müsste man dann vielleicht auch eins machen. Mir entsprechend die Handelsmacht haben. Ich glaube, das wird nicht konvertiert, oder? Ja gut, machen wir das so. Haben sie überlebt mit den letzten Dingens. Yay. Yeah. Ein Schiff hat es überlebt. Sehr geil. So, läufst du mal da runter? Sonst war hier oben keiner weiter im Krieg, ne? Nee. Passt. Wo habe ich richtig gesehen, dass da Schiffe waren? Ist kein Kommandant drin. Reif ist Bauholz. Unbehandeltes Bau zu sehr geringem Preis gestoßen. Wir können dieses Material zwar für unsere Schiffe verwenden, doch wäre die Frage nach der ungewissen Herkunft, ob die Qualität gesichert werden kann. Naja, ja, nee. Verkauft es, ehe es wertlos ist. Genau. Das ist ein guter Plan. Sehr krass. Und tschüss. Das war's zu seiner Armee. Oh, die haben ein bisschen Rivalen gemacht. Wir haben einen Zuckerhandel, sehr geil. Gefällt mir. Lido ist gefallen. So, gucken wir mal, was wir dann überhaupt machen mit dem hier. Vasalisieren kann ich sie ja nicht. Und das hier nehmen? Könnte auch Avignon, Provence freilassen. Und das nehmen? Das ist aber schon sehr groß, ne? Was? Ja, dann werden sie aber klein genug an sich. Passiert, wenn ich Rom nehme. Geht sogar. Ja, Provence ist dafür zu groß. Uiuiui. Ich weiß nicht. Soll ich hier vassalisieren?
Wons wird es freilassen. Das ist seine Kinder. Würde ich sagen. So, Korsika. Frage aufkündigen mit Kirchenstahl in Frankreich. Regionalzwing, kriegst du aber zu Geld. So, mal einer weniger. Luca. Kriegwandel. Frage aufkündigen mit Kirchenstahl. Kriegst du aber zu. Handel übertragen, Geld. Ja. Und tschüss. Will ich dann wieder einladen, hoffe ich. Modena hat aber wenig Meinung für uns, ne? Vielleicht mal hier Beziehung verbessern. Ja, auch. Da können wir auch nochmal einen hinschicken. So. Frage, können wir dann die Provence vielleicht diplomatisch vassalisieren? Könnte eventuell funktionieren. Mal gucken, ne? Wäre schon gut. Also ich. Oh. Dann mal auf hier. Das Tisch können wir ruhig verlieren. So, Madrid ist gefallen. Tirolische Nationalisten. Jetzt habe ich natürlich China wieder oben, ne? Ich habe so viele Sachen, wird schon nicht mehr die Zahl in der richtig in der Mitte angezeigt. Ist auch geil. Okay. Gut, stand da gar keiner mehr, siehst du? Ah, hier unten, das ist gefallen. Sehr schön. Edelsteine. Meine ist jetzt auch nicht schlecht, ne? Aber Gewürz ist halt doch schon wertvoller. Also da lohnt sich das echt so neu zu machen. Einmal. Für die Druckerpresse fördern. Sehr schön. Bin auch jetzt eigentlich warten, bis das hier durch ist. Das ist dann auch schon egal. Das ist dann auch schon Wurst. Rennst du hin da hoch? Alles klar. Pisa hat Luca den Krieg erklärt. Weiß nicht, ob ich das toll finde. Muss ich dann doch noch vielleicht erobern da? Wie mir scheint. Jetzt haben wir hier österreichische. Muss ich doch mal eine Armee hochschicken, ha? Hör mal. Nee, du hast schon Militärzugang. Jetzt zwei drauf. Moment, du kommst mal zurück. Kümmerst dich hier um die Armeen. Dankeschön. Kommen wir da auch rein.
Gerne mit ihr einmal schön besitzt. Da gehst du einmal rein, die Flotte versenken. Du gehst dahin. Denke. Ja, ein paar Schlachten geschlagen, wunderbar. Und da bitte noch das Ding weg. Das geht nach Marokko. So. Hier tut er schön besetzen, was das Zeug hält. Und die sich jetzt gegenseitig? Das finde ich aber nicht toll. Da fliegen die nämlich aus der Handelsliga. So. Ja, Banyan. Hast du echt tollen Widerstand geleistet. So, ein bisschen mit Ming verbessert. Und mal wieder beleidigt. Super. Ja, sehr gut. Sind wir da auch gleich durch. So, hier oben. Ich glaube, Frankreich war schon da. Cool. So, Herr. Achso, Holland haben wir ja auch noch. Siehst du? Die habe ich ganz vergessen. So, Spanien. Kann ich von dir Mexikan kriegen? Dankeschön. Kriegserwartung. Dein komplettes Geld. Auch wenn ich es nicht wirklich brauche. Ich könnte mir die Handelsmacht übertragen lassen. Oder? Auch geil. Ah, das geht so nicht. Ey, komm, wir sind Venedig. Lassen wir uns die Handelsmacht übertragen. Das passt schon. Ist doch mal eine geile Sache. Wobei natürlich der Vertrag mit dem Kirchenstaat aufkündigen auch nicht schlecht wäre, ne? Nee, dann nehmen wir doch nicht die Einsatzmacht. Mexiko, Kriegsreparation, das hier. Tag auf König im Kirchenstaat. Lassen kümmern nichts. Wird das eigentlich auch über Gebiet zurückerobern holen können, ne? Der hat ja auch noch Ansprüche. Und hier. Wäre wahrscheinlich smarter, das dann so zu machen. Das hier weg. Wird denn hier das Kolonialgebiet übergeben? Und. 3, 4. Und einmal Spanisch-Westindien. In Nadanix. Wir könnten hier noch Kolonien holen. Handelsdinger. Das hier. Wäre auch noch gut.
Vielleicht können wir dann Benin irgendwie einholen. Moment, ich muss mal kurz schauen. Was ist das hier? Ein Sklavenzwischenlager. Nicht so. Über das da noch. So. Das sollte reichen. Würde ich mal sagen. Ja. Das war ein bisschen Diplopunkte, aber was soll's. Bisschen Geld. Danke. So, Benin. Hallöchen, neuer Nachbar. Ach, das ist sogar noch eine Kolonie gewesen. Die war noch gar nicht durch. Ach, der ist ja gerade dabei. Das ist auch gut. Dann das ist auch richtig. So. Oh, mein Sklavenlager ist weg. Schade. Sehr, sehr schade. Geht mal da nochmal einen hin. So, hier einmal sammeln. Alle wieder zurückkommen. Dann sieht das doch alles sehr gut aus. So, jetzt müssen wir noch hoch zu hier Holland, ha? Sehr schön. Selbst erhalten, jetzt könnte ich es direkt Dinge zu machen. Ja, machen wir das. Das hier auch, komm. Scheiß drauf. Ja. Ah, sehr gut. Geht. Kann Benin als Handelsprotektorat machen. Ich will das Ding hier mal fördern. Maximal Machtpunkte. Das ist natürlich ungünstig. Moment. Ja. Die Frage, wo man das reinsteckt, ne? So viel Punkte. Ganz toll. Aber wir haben genug Limit, das geht's. Das stimmt. Okay, wo wir sie machen. Dann haben wir hier demnächst. Oh. Uber hat ja überall Ansprüche drauf gemacht jetzt. Ist mir egal. Achso, ich hatte gar nicht geguckt, ob jetzt Mexiko finanziert wurde von mir. Wahrscheinlich nicht. Das ist schlecht. Also gleich mal unsere Kolonien durchschauen. Ui, das ist aber viel Minus. Da helfen wir doch mal aus. Zico hat hier echt ein bisschen viel Ausgaben. Ne? Steuern, Produktion. Wie sind meins Ding nicht dabei? Vielleicht dazu, schätze ich. Okay, mehr Kolonien hat man nicht. Und beim Rest fehlt es noch an den nötigen Größe. Leider. Moment. Oh, shit. Die
greifen ja hier die Dingens an. Oh, das ist nicht gut. Das habe ich übersehen, dass es ja hier einer ist, den ich erholen will. Voilà. Kommen wir da jetzt nicht hoch? Das ist ja blöd. Ich jetzt mit Schiff extra hochfahren oder was? Na gut. Hallo? Jetzt. Na gut. Schnell den Kram setzen für uns. Ach, ist er sogar für mich da besetzt. Ja, umso besser. Schön. Sehr cool. Haben sie uns freiwillig gegeben. Auch nicht schlecht. Wo das hier angreifen? Guck mal. Mach mal auch. Wenn wir hier mal eine Verbindung haben. Zu Mexiko. Sie ist dabei, ja, passt. Sehr schön, sehr schön. Das freut mir. Okay. Müssen wir noch hier den Krieg beenden. Oh, das sieht gerade ein bisschen mau aus, das schnell zu erledigen. Mal hier rüber. Die ganzen Transportschiffe, Handelsschiffe haben wir da auch noch rumstehen, siehst du? Ich bräuchte noch Marineregimenter. Brauchen wir mal ein paar. Steuerung, Klick. 10, 20, 30. Noch 3. So, haben wir dann genau 50. Läuft. Oder wieder was abschließen. Aber das machen wir nächste Runde. Wir machen erstmal wieder Schluss für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.